Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda, auch Ocarina of Ages. Jo, wir sind noch im Haus dieser netten Dame und mit der werde ich auch gleich mal reden. Schon mein Opa hat auf dieser Insel gefischt. Die Insel treibt nach Westen ab. Damals lag sie noch weiter östlich. Okay. Jo, und das wollte ich eigentlich nicht. Okay, gut. Jo, und ich glaube, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, muss ich erst einmal hier ein hübsches Liedchen spielen, damit ich überhaupt erstmal hier weiterkomme. Denn wir müssen in das Zoradorf. Genau. Gut. Mal gucken, hier müsste dem zur Folge eigentlich der Opa von der netten Dame wohnen. Ein ganzes Leben lang war ich Fischer auf dieser Insel, doch nun treibt sie auf den Horizont zu. Mein Enkel wird diese Insel einst weiter westlich von hier vorfinden. Jo, leider muss ich dich enttäuschen, du wirst eine Enkelin haben. Ja, so sieht's nämlich aus. Kein Enkel für dich. Naja, ich hoffe, er kommt drüber hinweg und... Jo, mal sehen... Reicht der Haken? Nicht gut, schade. Dann halt nicht. Dann werde ich... sowas wechsle ich erstmal. Nö, den lasse ich erstmal. Ach nee, Quatsch, die Harfe brauche ich ja demnächst noch weiter. Gut, oh Gott, die Tastenbelegung. Ja, die Tastenbelegung macht mir hier noch zu schaffen. Gut, Zoradorf, links Meer des Sturms, rechts. Und wir wollen natürlich nach links zum Zoradorf. Dorf. Okay. Hier mal wieder eine Fläche und ich kann wieder ein Liedchen trällern, spielen, zupfen, je nachdem, was euch besser gefällt. Okay, aber erstmal wieder in die Zukunft, genau, Gegenwart, je nachdem. Ich glaube, hier komme ich zurück, oder? Ja, da will ich nicht. Gut, dann halt oben lang, unten lang, unten oben lang. Genau, wir gehen unter Wasser, oben lang. Gut, hier brauche ich den Haken. Gut, dann können wir hier auftauchen. Yay, Land! Und wieder dafür ein hübsches Liedchen spielen. Dun, 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 dun. Gut, jetzt erstmal wieder in die Vergangenheit. Gut, da wollen wir gucken, wo wir rangehen, ne? Gut. Gucken, wie das Ganze unter Wasser aussieht. Ja, ich glaube, ich will die Gegenwart reißen. Ja, tut mir leid, ich kann mich heute in dem Part nicht entscheiden. Ich will jetzt mal in die Vergangenheit, dann will ich wieder in die Zukunft. Tut mir leid, ich kann ja auch nichts dafür. Ich bin halt nur so unentschlossen. Ja, und deshalb einfach mal wieder in die Zukunft und... versuchen wir es hier. Mensch, muss meine Uhr mich jedes Mal unterbrechen, wenn ich hier Let's Play. Das ist Wahnsinn. Ich mag zwar meine Uhr, aber warum muss ich mich immer dann stören? Gut, aber nun erstmal ab ins Zoradorf. Yay! Hey, ich hab gesagt yay! Danke. Gut. Guten Abend. Oder guten Tag. Willkommen, ein hübscher Nick. Okay, er denkt, ich wäre eine Nixe. Dies ist das Zoradorf. Cool. Was ist hier? Hallo, lieber zu Hause. Hallo, wer bist du denn? Und warum sieht die Muschel da so komisch aus? Gut, ich kann nichts damit machen. Okay, das hat nicht. Gibt es denn niemanden, der das Zora-Symbol des Heldentums verdient? Das Symbol einer Zora-Schuppe ist... Nee, das Symbol, die Zora-Schuppe ist ein mächtiger Talisman. Der des Meeres. Jo, cool.
will ich haben. Ah, so wie sich das anhört, müssen wir uns das erstmal verdienen. Gut, was muss ich machen? Wer hat eine Aufgabe für mich? Los, geht's hier. Ich schaff das. Die Kiste hol ich mir. Ich glaube, das ist der Zora-Ring, den man hier findet. Den man, glaube ich, unendlich lange unter Wasser in die Luft anhalten kann. Oder habe ich den schon? Ich weiß es gerade nicht. Und hier oben, genau. Wenn ich jedes Mal diesen umständlichen Weg nehmen müssen. Aber jetzt erstmal hier einen weiteren Warpoint. Und erstmal gucken, was hier drin ist. Hallo! Eine große Bücherei liegt östlich von König Zoras Palast. Yo, cool. Gut zu wissen. Und dann mal sehen. Okay, das wird hier wahrscheinlich der Palast sein. Nee? Oder? Hey, Hallöchen. Der Marco-Baum hat was gesagt, dass ein Schatz in dir liegt. Mach mal. Ah. Ja, schnupp an mir. Lass mich doch mal rein. Ich komme wieder. Gut, und was hast du zu sagen? Jabu Jabu residiert weit, Herr Oberhalb. Man sagt, ein weites Labyrinth sei in seinem Bauch. Gut, das heißt, ich weiß jetzt, wo ich suchen darf. Gut. Das wird der Palast sein und dann geht's dann zur Bücherei. So wie der eine gesagt hat. Gut, dann werden wir doch mal sehen, was hier ist, außer Schatzkiste. Solche Rubine würde ich gerne mal ausbuddeln. Aber nicht schlecht. Ich meine, so ein bisschen, ein paar kleine Kröten, die ich dazu verdiene, ist ja auch nicht schlecht. Eins war dies der Thronpalast unseres Herrschers, König Zora. Doch dann erkrankte der König schwer. Seit dieser Zeit leben wir ohne einen König. Zu seinen Lebzeiten hütete der König den Schlüssel zur Bücherei der Brilleninsel. Doch nun ist er unauffindbar. Verdammt! Und ich muss doch in diese Bücherei. Gut, dann wollen wir doch mal gucken. Ja, Palast leer, wie gesagt. Gut, dann auf. Und irgendwo oberhalb was suchen. Au. Nein, ich will auftauchen, genau. Perfekten Ort zum Auftauchen habe ich wieder ausgesucht. Okay, ein Stückchen weiter. Ist hier irgendwas zum Auftauchen? So, ins. Sieht ja perfekt aus. So, das ist die Bücherei, die geschlossen ist in der Zukunft. Diese Inseln liegen natürlich weit, zu weit auseinander. Naja. Erstmal wieder in die Vergangenheit, damit ich den König dort helfen kann, damit er vielleicht nicht erkrankt. Denn hier drüben wohnt eine gute Fee. Und diese gute Fee hat etwas, um die Gewässer wieder sauber zu machen. Und damit verschwindet dann auch die Krankheit, soviel ich weiß. Bitte, höre mich an, Abenteurer. Du magst es kaum glauben, doch ich bin die Feenkönigin, die Beschützerin der See. Der Fluch einer bösen Person namens Veran hat aus mir gemacht, was du nun siehst. Die Zauberkraft des Feenstaubs kann mir meine Ursprungsgestalt zurückgeben. Veran hat die See vergiftet. Schon bald ist alles Lebendige darin dem Untergang geweiht. Bitte, mach dich auf der Suche nach dem Feenstaub. Jo, und genau dieser Feenstaub ist in der Bibliothek. Und ja, jetzt merke ich gerade erst, wie sinnlos das war, was ich gerade gesagt habe. Denn diese Feenkönigin wird natürlich nicht den König heilen, sondern vom König bekommen wir den Schlüssel zur Bibliothek. Wie war das nochmal? Jo. Die Treppe führt zum Thronsaal. Der König ist sehr krank. Wenn du ihn unbedingt sehen musst, dann mach es bitte kurz. Verdammt, mir fällt gerade ein, ich brauche diesen Trank von Hexe Syrup und der kostet auch noch 300. Oh mein Gott.
Nee, so 600, glaube ich sogar. 300, 600? Ich weiß es gerade nicht. Oh Mann. Oh, verdammt. Ah, da muss ich erstmal. Ich bin jetzt in der Vergangenheit, oder? Ja, verdammt. Gut, dass ich das weiß. Nämlich dann können wir uns ein bisschen Zeit ersparen. Dann hole ich mir gleich diesen Saft. Aber erstmal hier noch den Baum hier aktivieren. Perfekt. So, erst einmal. Mache ich total Mist, merke ich gerade. Zurück. Abbruch, genau. Gut, und erstmal ab in die Zukunft. So. Und dann auf zum Friedhof und zur Hexensirup. Gut, dann mal hier die Wirbelkerne und auf und davon. Jo, erstmal hier zu diesen schönen. Nein. Genau, Südlüna zu den Glutkernen, genau, Glutkerne, das habe ich gesucht. Zack. Den Shop könnten wir eigentlich auch mal besuchen wieder. Naja, das machen wir dann später. Wir gehen jetzt aber erst einmal auf den Friedhof. Unheimliche Stimmen. Gut. Hallo Sirup, ich brauche einen Trank von dir. Jo, hallo. Hallo Trank. Hallo. Gute 300 Klasse. Magische Flasche macht 300 Rubine pro Stück. Okay. Gut, das ist Sirups Zaubertrinktur. Sehr praktisch, wenn man dein Herz leist erschöpft ist. Du erhältst eine Magieflasche. Sie hilft dir, deine Herzleiste aufzufüllen. Das finde ich super und nun muss ich das bei dem König verschwinden. Aber nun erst einmal zurück zum Zoradorf. Zum Glück ist ja da dieser Wirbelbaum. Nein, ich will nicht so neu auswählen, ich will das auswählen, genau. Das nenne ich Stylus. Das hatte doch jetzt Stylus. Das müsst ihr doch mal echt zugeben. Das war Stylus. So, ich mir das Wechseln der Harfe erspart. Gut, dass ich das aufnehme. Das war jetzt wirklich ein Glückstreffer. Hatte ich jetzt eigentlich nicht so geplant. Gut, dass es geklappt hat. Und nun gut, dass der König seine Trinktur bekommt, um nicht allzu krank zu werden, weiter zu erkranken. Und ja, diese Schmerzen, das ist mein Ende. Ich Tragödie, dass die königliche Familie innerhalb einer Generation ausgelöscht sein könnte. Oh, diese grausamen Schmerzen. Gibst du ihm die Magieflasche? Natürlich bin ich ja sozial, bin ich. Das ist eine Magieflasche? Das ist mir nicht geheuer, doch wenn ich sterben muss, kann es kaum noch zu schaden. Pfui, schmeckt zum Kotzen. Doch es wirkt. Das blaue Blut ist gerettet. Wer bist du? Nun, vielen Dank, Blech. Das verschmutzte Wasser, das von Osten her strömt, muss mich krank gemacht haben. Ich werde dich nie vergessen. Was ist dein Anliegen, Blech? Wie? Ein großer Fisch? Du meinst wohl Yabu Yabu. Doch Yabu Yabu ist der Behüter von uns Zoras. Ihn als Fisch zu bezeichnen, ist beleidigend. Hüte deine Zunge. Dann auf in die Zukunft, um mir den Bibliotheksschlüssel abzuholen. So. Dann, jo, teleportieren wir uns einfach mal wieder in die Zukunft und sprechen dort mit dem König. Lalalalalalala.